Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was er alles für dich bereithält. Jedoch aber auch, was am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Die Karten, sie kamen schon. Du versuchst etwas zu überspielen. Du verschließt die Augen vor etwas. Ulala. Versuchst du zu tricksen oder versucht jemand dich auszutricksen? Etwas Altes kommt zum Vorschein. Etwas Altes, Sie sagen, es muss nicht unbedingt die Vergangenheit sein. Ein altes Schriftstück. Nicht die Vergangenheit, nicht aus deiner Vergangenheit. Ich denke ja, du wirst konfrontiert mit etwas Altem, was aber für dich neu ist. So. Du versuchst anders erklärt. Sie sagen, du verschließt die Augen davor. Es ist etwas, das kennt, denke ich, jeder. Wenn man vom ersten Eindruck her schon so Alarm, Alarm, Alarm und versucht, will ich gar nicht sehen, hat nichts mit mir zu tun. Doch es arbeitet dann doch und man macht sich die Gedanken. Im November, ganz wichtig für dich, nicht diese Attitude zu haben, wegzusehen, sondern schau hin, stelle dich dem Thema, dem Menschen, der Sache, was auch immer. Stelle dich, der erste Eindruck zählt. Ganz, ganz wichtig. Wenn all deine Alarmglocken losgehen im November, höre auf deine Intuition. Handle sofort. Und zwar deiner Intuition nach. Gut möglich, dass du mit einem Skorpion verbunden bist oder einem Stier. Entweder in der Situation oder diese im November sehr, sehr intensiv im Austausch mit dir sind. Irgendetwas lässt dir keine Ruhe. Du erkennst irgendetwas nicht. Doch verbeiße dich nicht darin. Frage um Hilfe. Bitte um Unterstützung. Ein Traum wird auch noch ausschlaggebend. Wow. Der November, ein rätselhafter Monat für dich. Doch vom Gefühl her denke ich, dass du diesem Rätsel sehr, sehr schnell auf die Spur kommen wirst. Vor allem Vorsicht. Ja, das Rätsel, du kommst ihm auf die Spur. Der November ist sehr transformativ für dich. Weil du dem Alten, was aber noch nie etwas mit dir zu tun hatte, ein Ende setzen kannst, beziehungsweise es richtig stellen kannst. Wow, sehr interessant. Ein Monat voller Rätsel.
Etwas pulsiert im Unterbewusstsein. Lieber Löwe, auch Vorsicht vor deiner eigenen Unausgeglichenheit. Habe deine Emotionen unter Kontrolle, denn es kann gut möglich sein, dass du plötzlich durch irgendwelche Emotionen heraus recht laut wirst, beziehungsweise unterhalb der Gürtellinie austeilst. Das wollen wir nicht, doch wisse, das alles hat damit zu tun, dass du das, was da kommt, nicht greifen kannst. Schauen wir, beginnen wir mit dem Tarot, gehen wir in die Details. Das Unerwartete, das Nicht-Verstandene löst in dir von jetzt auf gleich eine enorme Unsicherheit aus. Doch du weißt es besser. Erzengel Raphael spielt in all diesem eine sehr, sehr große Rolle, denn wenn du dich gleich mit ihm verbindest, ihn um Schutz bittest, ist es, als würdest du gewappneter sein für das, was da kommt. Gut möglich, dass ein Erdzeichen etwas nicht ganz klar ausspricht. Gut möglich, dass ein Erdzeichen dir versucht, Rückhalt zu geben oder zu bieten, doch du merkst, dass es nur Blabla ist. Du fragst dich, was habe ich hier in der ganzen Geschichte verpasst, dass es so weit gekommen ist? Ein Monat, der dir die Augen öffnet, zwangsweise öffnet, wo du schon lange nicht hinsehen wolltest. Ein Monat des Erkennens, ein Monat der Erkenntnis und ein Monat, bei dem du, lieber Löwe, entscheiden kannst, mache ich weiter, so weiter oder verändere ich. Das Ganze, gut möglich, basierend auf deiner Unaufmerksamkeit, hin äquivalent
zu geben. Was auch immer das für dich bedeuten mag, lieber Löwe. Ich denke, du wirst etwas erfahren, was nichts mit dir zu tun hat, doch was die Tatsachen komplett verändert. Sie geben mir ein Beispiel, damit du weißt, womit es zu tun hat. Also nicht womit, falsch, löschen. Nicht womit, sondern situationsbedingt, dass du darauf gefasst bist, sein kannst, wie grundlegend verändernd es dann ist. Zum Beispiel ein Ehepaar, ein Partner erfährt, dass der andere ein uneheliches Kind hat und das schon seit 30 Jahren. Dass etwas vorhanden ist, was nicht mit dir zu tun hat, aber Einfluss. Verstehst du, was wir meinen? Doch, lieber Löwe, ich denke, du wirst zwar fast schockiert sein, beziehungsweise dich erstmal hinsetzen müssen. Doch ich denke, du wirst die Liebe walten lassen. Du wirst mit dieser Information nicht groß rumdiskutieren, sondern du wirst sie integrieren und anhand dieses Beispiels, was gerade genannt wurde, dann zum Beispiel sagen, gut, dann haben wir halt ein Kind mehr. Herzlich willkommen. Also du integrierst die Information. Und es ist ein Lernprozess, viel weniger deiner als dem deines Gegenübers. Es ist ein absolutes Friedensangebot, ein Akt der bedingungslosen Liebe von dir, trotz der Widrigkeit, dass dir etwas verschwiegen wurde oder dass dir über Jahre eben eine andere Situation dargestellt wurde, als sie ist. Es arbeitet in dir, in der Tat, doch es ist das Beste, was du tun kannst, denn jeder hat seine Vergangenheit, lieber Löwe. Das Universum heilt damit auch eine ganz bestimmte Wunde von dir. Durch das, was sich präsentiert, und du, es ist wie als würde ein verlorenes Puzzlestück plötzlich an seinen Platz gekommen sein. Wir machen weiter im Extended, lieber Löwe. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!